Oh, Junge Andreas, 34-21 Heimsieg nach der gestrigen Leistung. Waren die Spieler in der ersten Halbzeit vor allem unzufrieden? Heute in der ersten Halbzeit lief es dagegen besser. Sehen Sie das auch so? Naja, sicher. Wir haben heute ganz klar oder legen im Moment ganz klar den Schwerpunkt auf die Abwehrarbeit. Da war ich bis dato nicht zufrieden. Heute in der ersten Halbzeit haben wir das gut gemacht. Ja, 6 Gegentore, das war in Ordnung so. Da gab es wenig zu bemängeln. Das kam dem schon sehr nah, was wir wollen. In der zweiten Halbzeit haben wir das nicht mehr geschafft. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir dann viel gewechselt haben und Leute nebeneinander standen, wo die Abstimmung einfach noch nicht da sein kann. Aber da sind wir dann auch ein bisschen wieder von unserer Aggressivität, von unserer Linie abgekommen. So im Angriff 34 Tore, das ist so verkehrt nicht. Da gibt es viele gute Dinge. Wir geben teilweise den Ball zu einfach noch her, wo wir uns Würfe nehmen, die unvorbereitet sind oder wo wir auch gute Chancen nicht verwerten. Aber das sind eher Kleinigkeiten. Ich glaube, das Hauptaugenmerk muss in den nächsten Tagen und Wochen wirklich vermehrt noch auf der Abwehr liegen. Jetzt ist mit Moritz Schade der erste U20-Nationalspieler beim DRV gelandet. Wann können die Fans denn den nächsten erwarten mit Franz Semper? Naja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Moritz ist komplett bei uns und Franz ist mit Zweitspielrecht bei uns. Das bedeutet, dass wir ihn dann haben werden, wenn die DFK ihn uns gibt. Ja, und er wird nächste Woche bei uns sein, am Montag zum Training und am Mittwoch zum Spiel in Hildesheim. Immer vorausgesetzt, in Leipzig passiert nichts verletzungsmäßig. Ja, und dann wird das von Woche zu Woche entschieden. Heben Sie sich jetzt, also kristallisiert sich jetzt vielleicht für in der Vorbereitung schon in der Startsieben raus oder heben Sie sich auch die Option auf, innerhalb der Liga auch viel zu rotieren? Naja, im Moment oder langsam zeigt sich natürlich, was geht gut, wo müssen wir noch dran arbeiten, was passt nicht so. Ja, das ist natürlich klar und natürlich habe ich Dinge im Kopf, da werde ich natürlich hier nicht drüber reden, aber unterm Strich ist es natürlich so, in dieser harten Liga werden alle Spieler gebraucht und da sind wir auf die Leistung jeden Spielers angewiesen und da ist auch jeder gefordert, seine Leistung abzurufen. Ja. So, natürlich wird es irgendwann eine Stammsieben geben, aber wir brauchen jeden Spieler und wir müssen einfach viel wechseln, weil die Liga ist hart und mit diesen Doppelwochenenden, Freitag, Sonntag, das kannst du einfach nicht mit 6 oder 8 Spielern durchstehen.